Willkommen zum nächsten Teil unseres Orangegurts. Und zwar in diesem Teil wollen wir uns ein ganz konkretes Fragment-Beispiel anschauen. Hier habe ich versucht, möglichst viel an verschiedenen Funktionalitäten reinzupacken, um euch die verschiedenen Optionen und vor allem auch Probleme zu zeigen, die bei diesen Fragments auftauchen können. Wie das letzte Video wird auch dieses wieder ein bisschen länger dauern, aber ich gehe einfach davon aus, ihr wollt das Ganze lernen und dann müsst ihr auch leider diese Zeit investieren, weil das ein komplexes Thema ist und ihr hier einfach nachdenken müsst und ich möchte euch möglichst viel an Möglichkeiten und an Problemen schon mal vorab zeigen, damit ihr, wenn ihr eure eigenen Projekte macht, nicht wirklich in jede Falle reintappt, die existiert. Wie immer am Anfang Infos findet ihr unter codeconcert.de, unter anderem auch einen Link zu den absolut notwendigen Voraussetzungen und das ist dieses Video zum Thema Fragments. Also wenn ihr das nicht geguckt habt, dann bitte ich jetzt einfach hier zu stoppen und dieses Video anzuschauen, weil ich es nicht für sinnvoll halte, einfach durch diesen Code durchzugehen, ohne die eigentlichen Grundgedanken hinter den Fragments verstanden zu haben. Das Dokument solltet ihr auch kennen. Und zwar dieses Android Course 2.2, das Fragments-Dokument. Dort werdet ihr neben den Grundlagen der Fragments auch den Code zu diesem Beispiel hier finden. Wichtig hier nochmal, es soll ein konkretes Beispiel nachvollzogen werden. Und für alle die, die sich das erste oder das Video zu Fragments angeguckt haben und an der einen oder anderen vielleicht Stirnrunzeln bekommen haben, die sollten eigentlich mit Hilfe dieses Videos diese Stirnrunzeln eben nicht mehr haben und Klarheit über dieses ganze Thema Fragments erhalten. Ziel soll es sein, wenn ihr dieses Video durchgeguckt habt und verstanden habt, dass ihr eben in der Lage seid, sinnvoll mit Fragments zu arbeiten, weil ich persönlich halte Fragments als einzig sinnvollen Weg, Android-Programme zu realisieren, weil es modularer ist und sehr viel flexibler, gerade was in die Richtung Tablet-Programmierung geht. Ja, dann rauschen wir mal kurz durch den Inhalt. Als allererstes möchte ich euch zeigen, was diese App eigentlich tun soll, damit wir eben in der Lage sind, auch den Code richtig zu interpretieren. Danach gucken wir uns die Layout-Files an, und zwar der Activity und der Fragments. Dann kurz gucken wir mal, der Vollständigkeit halber, einen kurzen Blick auf die Strings XML, damit wir wissen, was wir alles drin haben. Das machen wir ganz, ganz fix. Dann schauen wir uns den Code der Fragments an. Da wird es dann sehr spannend. Und zwar werden wir nicht nur ein Fragment haben, sondern insgesamt drei. Und durch alle drei Codes werden wir durchgehen. Wobei ich habe jetzt zwei sehr identisch gehalten und da werde ich versuchen, die beiden Sachen irgendwie in einem dann durchzuexerzieren. Dann schauen wir uns noch den Code der Activity an, also wo sämtliche Fäden zusammenlaufen, damit wir da eben diese, vor allem diese Informationsinteraktion sauber verstehen können. Und ganz am Schluss zeige ich noch zwei, drei Punkte, wie man den ganzen Kram testen kann, weil vielleicht hat nicht jeder eben ein Tablet zu Hause und wie können wir eben sauber mit unseren Virtual Devices den ganzen Kram testen, die Ausrichtung ändern etc. Dazu werde ich am Schluss noch ein paar Worte verlieren. So, jetzt versuchen wir erstmal zu verstehen, was dieses Ding eigentlich tun soll. Also allererstes, wir wollen ja auch die unterschiedlichen Modi anschauen, also One-Pane, Two-Pane-Modus. Weil ich gerade dabei bin, wenn ich den Two-Pane-Modus verstanden habe, dann kann ich auch Three-Panes machen oder wie viel auch immer. Das heißt, wie viel Fragments ich dann reinpacke, ist eigentlich egal. Wenn ich den Unterschied zwischen einem Modus mit einem Fragment versus zwei Fragments kapiert habe, dann kapiere ich auch den Modus zwischen 1 und 3 oder 2 und 3 etc. Wir haben uns jetzt hier mal eine App vorgenommen, wo ich einen Two-Pane-Modus habe, und zwar bei Tablets in horizontaler Ausrichtung. Und zwar nur der horizontalen Ausrichtung. Das heißt, wenn ich das Tablet drehe, oder wenn ich ein Handheld habe, dann ist es der One-Pane-Modus. Die Fragments sehen so aus, dass ich links mein,
ich habe das jetzt mal Control Pane getauft. Das ist als ein Fragment, das mir die Kontrolle sozusagen über die anderen Fragments übernehmen soll. Und auf der rechten Seite habe ich ich habe das Content Pane getauft. Und beide sollen jetzt mit Buttons versehen werden. Also wir haben hier irgendwelche Show-Buttons, Update-Button, Send-Back, wie auch immer. Und das hier sollen Text-Elemente darstellen. Ja, also hier kann ich Text eingeben. Wenn ich jetzt den Show-A-Button drücke, dann soll Folgendes passieren. Der rechte Pane muss jetzt zwingend Fragment A sein. Das heißt, egal welche Fragment vorher rechts war, es wird gewechselt auf Fragment A. Und was zusätzlich passieren soll, ist, dass dieser Text, den ich hier in meinem Edit Text View eingegeben habe, in einem Text View Element im Fragment A angezeigt wird. Das heißt, was auch immer ich hier eingebe, also jetzt hier My Text oder Hallo, ich bin's, dann muss hier auch My Text oder eben Hallo, ich bin's erscheinen. Wenn ich den Update-Button drücke, dann wird auch dieser Text darüber geschickt. Allerdings auf das Fragment, was rechts gerade angezeigt wird. Das heißt, wenn jetzt hier an der Stelle das Fragment B wäre, dann würde eben in Fragment B dieser Text, der jetzt hier drin steht, hier eingetragen werden. Wenn Fragment A auf der rechten Seite ist, dann kriegt halt Fragment A diesen Text. Das heißt, eine Datenübertragung unabhängig von einem klar definierten Fragment, sondern das soll bei beiden funktionieren. Wenn ich Show B drücke, dann wechselt auf der rechten Seite das Fragment von Fragment A auf Fragment B und entsprechend My Text wird entsprechend auf dieses Fragment rübergeschickt. Das heißt, an der Stelle gibt es klar den Wechsel und auch die Daten werden geschickt. Wenn ich Send Back drücke, egal ob bei Fragment A oder Fragment B, dann schicke ich von dem Fragment, das gerade auf der rechten Seite ist, den Text, der in diesem Edit-Text-Feld drin ist, direkt in dieses Edit-Text-Feld rüber. Ja, das heißt, das ist so eine Art Abgleich der beiden Edit-Text-Felder. Das passiert mit dem Send Back Button. Das wäre jetzt im Großen und Ganzen die Funktionalität, die mir in diesem Two-Pane-Modus zur Verfügung stehen soll. So, als nächstes unser Handheld-Gerät. Das Handheld-Gerät soll jetzt die gleichen Fragments beinhalten und somit auch die gleichen Funktionalitäten wie unser Tablet. Problem ist, ich kann immer nur ein Fragment anzeigen. Und das müssen wir jetzt programmatisch irgendwie anders lösen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise auf diesen Show A-Button drücken, dann möchte ich, dass dieser Text, der in diesem Edit-Text-Feld ist, auch auf mein Fragment A übertragen wird. Nur das sehe ich hier nicht. Ich kann das Fragment A nicht parallel zu diesem Control-Fragment anzeigen, also muss ich den Bildschirm wechseln. Das heißt, ich muss diese beiden Fragments austauschen. Das heißt, ich sehe jetzt Fragment A. Mein Text soll hier auch erscheinen, den ich vorhin in mein Edit-Text-Feld eingegeben habe. Und insofern habe ich diese Funktionalität, die ich vorher bei meinem Tablet in diesem Two-Pane-Modus gelöst habe, indem ich einfach nur auf der rechten Seite das Fragment angezeigt habe, so gelöst, dass ich die Fragments austauschen musste. Drücke ich jetzt hier beispielsweise auf den Send-Back-Button, hatten wir im Two-Pane-Modus die Situation, dass wir einfach auf der linken Seite unseren Wert ausgetauscht haben. Hier muss ich jetzt wieder meine Fragments tauschen. Das heißt, ich muss den kompletten Bildschirm von dem Fragment A befreien und mein Content-Fragment anzeigen und dann hier entsprechend diesen neuen Text in mein Edit-Text-View einbetten. Drücke ich jetzt wiederum Show B. Dann muss logischerweise Fragment B erscheinen und mit dem entsprechenden Textinhalt versehen sein. Ansonsten, Send Back funktioniert hier genauso. Der einzige wirkliche große Unterschied ist jetzt, dass dieser Update-Button in dem Control
Fragment nicht mit der Funktion beliefert ist, weil der Update-Button war ja so definiert in so einem Tablet, dass wenn ich dort drücke, wird das Fragment, was gerade rechts sichtbar ist, mit diesem Text bestückt. Und die Situation habe ich jetzt hier nicht, weil ich immer nur ein Fragment sehe. Insofern ist dieser Button an der Stelle ohne Funktion. So, ich glaube, das dürfte jetzt einigermaßen transparent sein, was wir hier treiben. Und jetzt schauen wir uns nochmal das ganze Thema Ausrichtungen an. Und zwar, wenn ich jetzt mein Tablet vertikal ausrichte, dann soll es genauso funktionieren wie mein Handheld. Das heißt, ich habe jetzt in meinem Tablet genau die Funktionalität, vor der ich im letzten Video gewarnt habe. Ich habe sowohl One-Pane als auch Two-Pane-Modus, je nachdem, wie ich das Ding ausrichte. Die horizontale Handheld-Ausrichtung, die soll auch genauso funktionieren wie die vertikale Ausrichtung. Das heißt, hier habe ich in beiden Ausrichtungen die gleiche Funktionalität und somit auch das gleiche Layout. Die Funktionalität haben wir jetzt verstanden, also können wir uns jetzt auf die Files stürzen. Von den Layout-Files unterscheiden wir jetzt mal zwischen den Activity-Layout-Files und den Fragment-Layout-Files. Wir beginnen mal mit den Activity-Layouts und wir haben ja nur eine, die Main-Activity. Also blicken wir mal auf das Standard-Layout an dem Ordner Layout. Dort finden wir das File Activity Main. Und hier haben wir jetzt erstmal die Standardsituation und das wäre für unsere Applikation jetzt der Normalfall. Das wäre das Handheld in horizontaler und vertikaler Ausrichtung, beziehungsweise auch für das Tablet in der vertikalen Ausrichtung, also in der Porträtausrichtung. Im Prinzip wichtig ist, wir haben jetzt hier eine ID. Diese ID werden wir später brauchen, um diesen Container identifizieren zu können. Wir müssen ja entsprechend unseres Layouts dann auf dieses Element zugreifen und dann die Fragments austauschen. Mehr gibt es ja eigentlich jetzt nicht zu sagen, weil das ist ein rein dynamischer Container. Das heißt, er beinhaltet momentan nichts, außer entsprechend die ID, mit der wir dann programmatisch die Werte eintragen können. Was uns jetzt noch fehlt, ist dieser Two-Pane-Modus. Den haben wir von der Aufgabenstellung ja reduziert auf genau eine Situation, und zwar wenn ich ein Gerät mit einem großen Bildschirm, mit großen Bildschirmabmessungen habe, dann möchte ich hier, wenn es in Landscape-Ausrichtung ist, ein eigenes Layout haben. Also brauche ich ein eigenes Layout-File für die Situation. Das ist natürlich auch wieder Activity Main, weil es ja für diese Main Activity eben auch herangezogen werden soll und von der Information, wann es verwendet werden muss, muss ich einen Ordner anlegen, der heißt Layout, Large für große Bildschirme und Land für Landscape. Und das ist jetzt an Informationen ausreichend, das heißt, auf dieser Basis zieht sich jetzt Android oder das Betriebssystem die Information, wenn eben diese Situation vorherrscht, dass ich ein großes Bildschirm in der horizontalen ausgerichtet habe. Vom Inhalt her sieht es jetzt ein bisschen umfangreicher aus, weil ich muss ja zwei Fragments hier unterbringen. Das erste ist ein ganz normales Fragment-Element. Und das sieht dergestalt aus, dass ich im Prinzip meine Klasseninformation hier hinterlege. Das heißt, dieses Control Fragment, das wir uns später nochmal anschauen werden, im Code soll hier instanziert werden. Das macht dieses ganze Element zu einem statischen Element, weil ich ja jetzt bereits festlege, wie oder welche Java-Klasse hier entsprechend zuständig ist. Dann ich habe das Ganze in ein Linear-Layout reingepackt, einfach vor dem Hintergrund, weil es sich relativ einfach eben auch von den Abmessungen und Relationen hier einstellen lässt. Aber das sei jedem selbst überlassen. Ich habe halt hier mich dieses Weight-Attributs bedient, dass ich einfach sage, dieses Control-Pane bekommt den Weight 1, also ein Drittel des Bildschirms, und dieses Content-Frame
oder dieser Content Container das Gewicht 2. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Wichtiger ist, dass wir jetzt hier ein zweites Element drin haben in unserem Linear Layout, und zwar ein Frame Layout. Das wird jetzt unser Container, unser dynamischer Container für die rechte Seite unseres Bildschirms sein. Und dort kann ich jetzt über die entsprechende ID mein dynamisches Element dieses Two-Pane-Layouts eben identifizieren und auch die Fragments austauschen, wie ich es denn jetzt entsprechend von der Aufgabenstellung her vorgesehen habe. Dann gucken wir uns jetzt mal die Layouts der Fragments an. Da steckt jetzt eigentlich auch nichts dahinter. Das ist ein stinknormales Linear Layout, das meine einzelnen Elemente anordnet. Da finden wir beispielsweise den Button für Show Fragment A. Das heißt, dieser Button, wenn gedrückt wird, dann soll entweder auf der rechten Seite meines Two-Pane-Layouts das Fragment A angezeigt werden, beziehungsweise im One-Pane-Layout soll das aktuelle, im aktuellen Bildschirm das Fragment A entsprechend ausgetauscht werden. Das gleiche haben wir dann auch für Fragment B. Das heißt, dass wir da das Fragment B anzeigen lassen können. Da ist jetzt auch nichts wirklich da Großmächtiges dahinter. Ein Hinweis noch: Wir haben hier keine On-Click-Methode definiert. Der Grund war ja, dass wir bei den Fragments vorzugsweise mit dem On-Click-Listener arbeiten, damit wir in dem Code vom Fragment selber die Button-Clicks verarbeiten können und diesen ganzen Kram nicht in die Activity auslagern müssen, weil wir ja natürlich die Funktionalität dort haben wollen, wo es auch hingehört, sprich dort, wo eben auch die Buttons definiert werden. Und das ist nun mal das Fragment. Dann haben wir noch die zwei weiteren Elemente. Einmal das Edit-Text-Feld, wo wir unseren Textwert eingeben und dann noch diesen Button, mit dem wir diesen Text updaten können, wenn wir im Two-Pane-Layout sind. Also auch hier nichts, was uns irgendwie überraschen soll. Die Layouts der beiden Fragments, der Content Fragments A und B, sind identisch. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist hier immer dieser Buchstabe, der indiziert hier beispielsweise, dass wir uns in dem Fragment A befinden, und das ist dann bei dem Fragment B einfach mit dem Buchstaben B versehen. Dann wichtig noch, ich habe hier eine ID für das Layout selbst. Das ist dann praktisch, wenn ich feststellen möchte, welches der beiden Layouts wird denn gerade angezeigt, dann kann ich das mit der ID relativ schnell feststellen. Ansonsten ist es ein ganz normales Layout, Linear Layout mit diesen vier Elementen, und zwar diesen Textviews, den beiden, und an der unteren Stelle dann das Edit-Text-Feld und der Button, um den ganzen Kram wieder zurückzusenden. Der Vollständigkeit halber gucken wir uns Strings XML auch mal kurz an. Im Wesentlichen nichts Neues. Hier sind ganz normal die Strings enthalten, die wir in unseren Applikationen dann verwenden. Hier habe ich noch die Unterscheidung der beiden Content Fragments A und B noch mit drin. Ansonsten gibt es noch eine Sache, auf die ich kurz noch eingehen möchte. Ich habe hier für die Ausgabe noch zwei Präfixelemente, One Pane und Two Pane. Das habe ich deswegen eingebaut, damit wir später mal an unserer Anzeige auch sehen können, dass die Applikation die One and Two Pane Situation richtig erkannt hat. Das ist eigentlich alles. Ansonsten wie gehabt. Dann gehen wir mal auf den Code kurz ein. Control Fragment, damit fangen wir an. Also ich werde zuerst die Fragments erklären und danach die Activity. Grundsätzlich kurzer Hinweis: Ich verwende hier für dieses Beispiel die Support Library. Wer mag, kann das Ganze auch ohne die Support Library mit der Einstellung ab API Level 11 umsetzen. Die zwei, drei Methoden, die dann umzuschreiben sind, das habt ihr im vorigen Video gesehen. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts Besonderes. Die Klassendefinition sieht dergestalt aus, dass ich die Klasse Control Fragment getauft habe.
Das Ganze abgeleitet aus der Fragment-Klasse. Dann habe ich den On-Click-Listener implementiert. Wir werden es unten nochmal sehen, dass ich die On-Click-Methode hier auch entsprechend umsetzen musste. Das brauchen wir eben, um die Button-Events abzufangen. Dann habe ich einen Message-String hinterlegt. Den brauche ich vor allem für den One-Pane-Modus, dass ich dort, wenn ich neue Fragments erzeuge, da auch über entsprechende Messages Informationen hin und her schicken kann. Dann vor dem Hintergrund des Message-Austauschs habe ich auch diese Callback-Mechanik, die ich im vorigen Video auch erklärt habe, mit eingebaut. Das heißt, ich habe ein Interface, On-Control-Button-Click-Listener habe ich das getauft, das ich dann hier definiere und von dem ich erwarte, dass eine Activity, die dann mein Control Fragment instanzieren möchte, auch entsprechend implementieren. Das heißt, die Main Activity muss irgendwo Implements On Control Button Click Listener dann auch aufweisen und dann diese On Control Button Click Methode entsprechend auch beinhalten. Damit werde ich dann später aus diesem Fragment dann Methoden in der Activity aufrufen können. Die erste Methode, die wir uns anschauen, ist die OnCreateView-Methode. Hier passiert eigentlich nicht viel, außer dass ich die einzelnen Buttons über die FindViewById-Methode identifiziere und dann diesen Buttons den OnClickListener zuordne. Der OnClickListener ist ja das aktuelle Objekt, deswegen steht hier auch this. Das heißt, der Button ruft jetzt die On-Click-Methode vom aktuellen Objekt auf und das bekommt dann entsprechend die Information, welcher Button das war und kann dann die Weiterverarbeitung dann anstoßen. Die zweite Methode ist die OnStart-Methode. Hier an der Stelle kümmern wir uns im Regelfall um die Arguments, die bei dem Aufruf oder Instanzierung unseres Fragments hinterlegt wurden. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, kriegen wir denn Arguments? Das heißt, wir holen sie uns in die Args, in Variable und prüfen dann, ob überhaupt Werte dort drin sind. Das heißt, wenn ich jetzt die Situation habe, dass ich dieses Fragment statisch erzeugt habe, wie es im Two-Pane-Modus tatsächlich der Fall wäre, wir erinnern uns, da haben wir im Layout den Fragments-Tag hinterlegt und dort entsprechend diesen Klasse Control-Fragment eingetragen. Das heißt, da wird jetzt dieses Fragment instanziert, ohne eine Nachricht zu hinterlegen. Das heißt, wenn dieses Ding null ist, dann würde ich nichts tun müssen, weil dann habe ich auch keine Nachricht bekommen, die ich irgendwie weiterverarbeiten soll. Wenn ich allerdings eine Nachricht gefunden habe, dann muss es aus einer dynamischen Instanzierung kommen und das habe ich beim One-Pane-Layout im Regelfall. Und bei diesem One-Pane-Layout, wenn ich eben beispielsweise aus dem Fragment A den Send-Back-Button betätige, ich hoffe, jeder erinnert sich noch dran, dann wird sozusagen der Bildschirm gewechselt auf dieses Control-Fragment und was auch immer ich im Fragment A eingetragen habe in mein Edit-Text-Feld, soll dann hier auch in das Edit-Text-Feld eingetragen werden. Das, was ich jetzt als erstes brauche, wenn ich eine Nachricht bekommen habe, dann hole ich mir die Activity und wenn ich dort einen Wert gefunden habe, was im Regelfall auch passieren wird, nur in ganz seltenen Ausnahmefällen nicht, dann kann ich bei dieser Activity FindViewById holen oder aufrufen und meinen Control-Text, den Edit-Text, mir identifizieren. Das heißt, ich hole mir diesen Edit-Text-View und gebe hier den Set-Text ein. Das heißt, was auch immer mir der Aufrufende an Informationen in meine Args geschickt hat, das hole ich mir jetzt raus. Und zwar mit genau dieser Kennung, die ich hier in dieser Klasse oben ja auch eingetragen habe. Das heißt, ich hole mir aus den Arguments die Information raus und packe die in meinen Edit-Text-View, den ich über diese ID identifiziert habe. So, und das ist genau dann der Fall, wenn ich im One-Pane-Layout
Campaign-Modus von meinen Content Fragments A oder B diesen Send Back-Button betätigt habe, dann werde ich genau dort auch die Informationen in diese Arguments reinpacken. Das werden wir uns auch bei dem Code der Content Fragments nochmal anschauen. Die OnAttach-Methode, die ist im Prinzip für die Identifikation unserer Activity. Was wir hier im Prinzip tun, ist, ich versuche diesen Typecast auf den OnControl-Button ClickListener durchzuführen, sprich ich prüfe nichts anderes, ob diese Activity dieses Interface tatsächlich implementiert hat. Wenn ja, dann kann ich entsprechend dieser Variable mCallback diese Activity zuweisen. Wenn das nicht der Fall sollte, wird entsprechend eine Exception geworfen und der User oder der Entwickler wird informiert, dass er hier gefälligst in seiner Activity diesen OnControl-Button ClickListener zu implementieren hat. Das haben wir auch im letzten Video uns mal etwas genauer angesehen. Als nächstes die OnClick-Methode. Die wird immer dann aufgerufen, wenn einer der Buttons gedrückt wird, die diesen Click-Listener tatsächlich registriert haben oder sich bei diesem Click-Listener registriert haben. Das läuft jetzt dergestalt, dass ich als erstes mal, wenn so ein Button gedrückt wird, ja ich auch eine Nachricht verschicken möchte. Das heißt, die Nachricht haben wir aus diesem Edit-Text-Feld rausgeholt und um diese Nachricht zu identifizieren, brauche ich erstmal die Activity, weil die Activity hat als Methode FindViewById. Und mit diesem EditControlTextID finde ich jetzt mein EditText-Feld des Control-Fragments. Also wir erinnern uns, das war dieses Fragment mit den drei Buttons, wo auch dieses Control-Fenster, dieses EditText-Fenster noch mit drin war. Und dort hole ich mir den Text raus und speichere ihn an der String-Variable myMessage ab. Als nächstes prüfe ich denn, ob es denn von einem dieser drei Button gekommen ist. Streng genommen könnte ich auf diese Prüfung verzichten, aber ich persönlich präferiere, dass diese Prüfung gemacht wird. Einfach wenn ich dann später irgendwann meine Views oder meine Fragments erweitere, dann werde ich hier an der Stelle auch keine unvorhergesehenen Fehler produzieren. So, wenn es einer von diesen drei Buttons ist, dann rufe ich in meiner Activity diese OnControlButtonClick-Methode auf. Und die Activity steckt jetzt in dieser Variable drin. Wir erinnern uns, wir haben bei OnAttached ja die Activity über einen Typecast in diese Variable reingeschrieben und können jetzt ohne Probleme diese Methode aufrufen. Verlangt tut diese Methode die ID von einem Button. Das ist hier, wer hat das Ding ausgelöst und dann noch diese Message, die ich in meinem String hinterlegt habe. Dann gucken wir uns den Code von der Content Fragment A und B Klassen an. Hier ist es so, dass ich nur die Klasse Fragment A erkläre. Für B ist einfach dieser große A-Buchstabe durch B mal auszutauschen und dann habe ich im Prinzip die Erklärung für die Content Fragment B-Klasse genauso. Wir fangen wieder mit den Imports an. Hier ist auch nichts weiter zu sagen, außer dass ich die Support Library hier habe. Also hier sehen wir sie wieder. Und alles andere ist eigentlich straightforward. Klassendefinition sieht genauso aus wie bei dem Control Fragment. Ich habe hier im Prinzip einen meinen Namen, ich habe das den Content Fragment A genannt, dann das kommt aus der Fragment Klasse und ich implementiere den OnClickListener. Genauso habe ich auch hier jetzt für eventuelle Nachrichten, die ich dann später austauschen möchte, die Nachrichterkennung FragMessageDefA, die ich dann später auch beim Aufrufen verwenden werde. Dann habe ich auch hier diese Mechanik mit diesem Callback, das heißt, ich habe hier eine Variable deklariert, die dann meine Main-Activity dann auch aufnehmen soll, wenn sie denn dieses Interface on Content A Button Click Listener implementiert. Und dieses Interface hat dann auch hier für uns nur diese Methode on Content A Button clicked.
vorzusehen, und von den Parametern habe ich es genauso gemacht wie bei dem Control Fragment. Das heißt, ich habe die Button-ID und die Optional Data als String noch hinterlegt. So, soweit eigentlich nichts Neues. Das ist wie bei dem anderen Fragment genauso. Gut, bei der OnCreateView-Methode, das sieht auch wiederum identisch aus zu dem Control Fragment. Im Wesentlichen kümmere ich mich darum, dass mein Button dieses Fragment als OnClickListener registriert, und recht viel mehr ist es an der Stelle auch nicht. Gut, dann kommen wir mal zum ersten spannenden Moment. Das ist die OnStart-Methode. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe als eine Textvariable deklariert, die ich jetzt erstmal als Leerstring initialisiert habe. Und je nachdem, ob ich im One-Pane- oder Two-Pane-Modus bin, möchte ich gern den Stringwert der Prefix One-Pane oder Stringwert der Prefix Two-Pane Informationen hinterlegen. Das heißt, ich möchte jetzt abhängig von meinem aktuellen Modus eine Variable unterschiedlich belegen. Das mache ich so, dass ich jetzt in meinem Fragment Manager die Fragment by ID suche. Und das ist ja nichts anderes wie der, ja, Container, wo ich dann entsprechend meine Fragments dann hineingepackt habe. Und für mein statisches Fragment, das war diese Control Fragment, habe ich eine ID hinterlegt, Control Fragment. Und wenn ich die finde, diese ID Control Fragment, dann weiß ich, ich bin im Two-Pane-Modus. Das ist der einzige Grund, warum ich in diesem Layout diese ID hinterlegt habe, einfach um diese Unterscheidung machen zu können. Und wenn das Ding ungleich null ist, weiß ich, ich bin im Two-Pane-Modus, und dann belege ich eben entsprechend meinen Text mit dem Two-Pane. Wenn ich diesen Fragment-Container nicht finde, dann bin ich offensichtlich im One-Pane-Modus und kann eben diesen One-Pane-String hinterlegen. Danach hole ich mir die Argumente aus dem Bundle. Das heißt, wenn das Ding gestartet wird, kann ich aus meinem Bundle jetzt diesen Informationen rausholen, die entsprechend für die Anzeige dann herangezogen werden sollen. Das war dieser Text-View. Und bei diesem Text-View hänge ich jetzt einfach mal davor mein Text-Value dran, damit ich einfach sehe, dass wir hier in dem Bereich durch diese beiden verschiedenen Code-Bereiche durchgegangen bin. Und das Ganze hänge ich jetzt in mein TextView rein. Das Ganze habe ich in eine eigene Methode ausgelagert, die ich da getauft habe, setTextValue, und dort wandert dieser ganze Kram dann rein. Wenn ihr das Ganze dann ausprobiert, seht ihr dann, wie entsprechend diese beiden verschiedenen Präfixe dann an diesen von mir editierten Text dann reingepackt werden. Nächste schauen wir uns einfach mal diese Methode an. Da ist jetzt auch nicht viel dahinter. Ich bekomme als Parameter diesen Wert, und dann schaue ich, ob ich meine Activity finde. Wenn ich sie finde, dann hole ich mir über Find View by ID dieses Element, diese Text View, und hänge dort den neuen Text dran mit setText new value, und dann wird eben entsprechend dieser Text angezeigt. Ich habe es deswegen in eine eigene Methode rein, weil ich das an der einen oder anderen Stelle nochmal brauchen kann. Jetzt gehe ich mal auf die onAttached-Methode. Hier läuft es im Prinzip genauso wie bei dem Control Fragment. Ich hole mir einfach eine Referenz auf die Activity, versuche den Typecast auf dieses Interface zu machen, diesen OnContentA-Button-ClickListener. Und wenn das funktioniert, ist alles gut. Wenn nicht, informiere ich den Entwickler, dass er da was vergessen hat. Zu guter Letzt jetzt noch die OnClick-Methode, die wir implementieren müssen wegen dem ClickListener. Hier passiert jetzt eigentlich auch nicht viel. Ich prüfe halt, ob es wirklich von dem Button gekommen ist, den ich vorgesehen habe, also dieses RID Send Context, Content A Text. Und dann hole ich entsprechend meine Activity wieder, um die Methode Find View by ID aufrufen zu können. Ich hole mir diesen Text raus.
und packe den in den Variable Message Content. Und dann rufe ich die Methode onContentRButtonClicked auf von meinem Objekt im Callback. Wir erinnern uns, das ist ja die Main Activity in dieses Interface gecastet. Ich packe dann die ID meines Buttons rein, den Message Content und das war's dann im Prinzip auch. So, jetzt schauen wir uns mal die Main Activity an. Dort gibt es jetzt erstmal die Info, wir machen ein Extends Fragment Activity, einfach weil wir die Support Library nutzen. Und dann, wichtig hier, mache ich jetzt Implements und meine drei Interfaces. Einmal von dem Control Fragment und von den beiden Content Fragments A und B. Also alle Fragments, die diese Information von dem Fragment in Richtung Activity senden möchten, die müssen hier als Interface entsprechend auftauchen. Und genau das habe ich hier reingepackt. Die Methoden, die dann von diesen Interfaces gefordert werden, das ist einmal diese OnContentA-Button-Klickt und OnContentB-Button-Klickt-Methoden. Die habe ich jetzt zusammengeführt auf eine zentrale Methode, die ich genannt habe, SendDataToControl. Das heißt, das Ding bekommt dann die Informationen von beiden Events, also von dem Fragment A Button klickt und Fragment B Button klickt. Hintergrund ist einfach, weil das, was ich damit mache, mit dieser Information, dass dieser Button geklickt wurde, das läuft bei beiden Fragments identisch. Also kann ich es auch ruhigen Gewissens in eine Methode reinpacken. Jetzt können wir uns diese SendDataToControl-Methode auch gleich mal anschauen. Der Sinn des Ganzen ist ja, dass ich in den Content Fragments, also der rechten Seite meines Two-Pane-Layouts, den Button Send Back gedrückt habe. Das heißt, im Two-Pane-Modus hätte ich einfach nur gerne, dass in der linken Seite der Text erneuert wird in meinem Edit-Text-Feld. Bei dem One-Pane-Modus ist es allerdings so, dass ich jetzt erstmal wechseln muss. Das heißt, dieses Content Fragment A oder B muss rausfliegen und mein Control Fragment muss angezeigt werden. Das heißt, ich prüfe jetzt erstmal, ob ich in diesem Two-Pane- oder One-Pane-Modus bin. Nachdem es hier an der Stelle ein bisschen komplizierter wird, habe ich das in eine eigene Methode ausgelagert. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Wenn ich im One-Pane-Modus bin, dann erzeuge ich ein neues Fragment, und zwar ein Control-Fragment. Ich möchte ja das alte rausschmeißen zugunsten dieses Control-Fragments. Und in dieses Arguments-Bundle packe ich jetzt entsprechend meinen String rein, den ich über die Optional Data bekommen habe. Das war ja die Information, die ich im Fragment aus meinem Edit-Text View rausgezogen habe und dann über die Parameter bis hierher durchgeschleift habe. Und die Information für den Lesenden später packe ich mit einer Kennung rein und das Ding war ja die Fragment Message Definition C für dieses Control Fragment. Das setze ich da rein und dann kann ich mit Hilfe meiner Transaction diesen ganzen Kram auch losschicken. Wenn ich allerdings im Two-Pane-Modus bin, dann kann ich sicher sagen, dass auf der linken Seite immer mein Control-Fragment angezeigt wird, weil das habe ich ja statisch eingebaut. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt hier machen muss, ist, ich muss mein Edit-Text-Field holen und dann in dieses Text-Field mein Optional Data als Text reinschreiben. Das war es an der Stelle. Also das ist relativ einfach dann zu handhaben. So, das Gegenstück im Control Fragment dazu ist nun die Methode OnControlButtonClicked. Hier haben wir jetzt die Situation, dass wir diese Methode aus mehreren Buttons heraus aufrufen können. Einmal Show Fragment A, einmal Show Fragment B und einmal Send Control Text. Das sind diese drei Buttons unseres Control Fragments. Das heißt, zuerst prüfen wir erstmal, wer hat denn diese Information eigentlich geschickt. Das können wir mit dieser Button-ID machen. Ja, und danach rufen wir entsprechend die Methoden auf, die für die Verarbeitung dann zuständig sind. Das heißt, für die Show Fragment A und B haben wir die
habe ich die Methoden Send Data to Content A und Send Data to Content B realisiert. Und für Send Control Text habe ich jetzt die Methode Send Control Text umgesetzt. So, recht viel mehr gibt es hier nicht zu sagen. Das heißt, entscheidend ist jetzt, was machen denn diese einzelnen Methoden? Nun gucken wir uns mal die Methode an, die die Informationen von dem Control Fragment, also jetzt bei unserem Two-Pane-Mode von der linken Seite, in Richtung des Fragments A schickt. Das heißt, ich habe am Control Fragment den Button Send to A geklickt und möchte jetzt entsprechend die richtige Aktion sehen. Und im Prinzip haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Entweder ich bin im Two-Pane-Mode und auf der rechten Seite ist Fragment A zu sehen. Da muss ich einfach nur den Wert übertragen, also mein Text-Value setzen. Möglichkeit 2, ich bin im Two-Pane-Mode, aber auf der rechten Seite ist nicht Fragment A zu sehen. Das heißt, ich muss auf der rechten Seite meines Two-Pane-Mode-Layouts mein Fragment austauschen in das neue A-Fragment. Oder ich bin im One-Pane-Mode und dann muss ich sowieso austauschen, weil ich ja den Button auf dem Control-Fragment sehe und aber jetzt mein Fragment A sehen möchte, mein Content-Fragment A. So, ich hoffe, ihr habt euch die Funktionalität unseres kleinen Programms gut eingeprägt, weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird es jetzt ein bisschen, ja, unübersichtlich. Also, fangen wir nochmal ganz langsam Schritt für Schritt an. Ich bin jetzt in der Methode Send Data to Content A. Alles, was ich jetzt hier sage, gilt für B auch. Da gibt es halt die Methode Send Data to Content B. Als allererstes prüfe ich, bin ich denn im Two-Pane-Mode? Wenn ich im Two-Pane-Mode bin, dann sehe ich auf der linken Seite meines Bildschirms das Control-Fragment, also das mit den drei Buttons, und auf der rechten Seite entweder Content-Fragment A oder Content-Fragment B. Das waren ja die beiden, die ich dynamisch wechseln kann. Wenn ich im Two-Pane-Modus bin, muss ich jetzt erstmal gucken, wen sehe ich denn auf der rechten Seite? Fragment A oder Fragment B? Das finde ich dadurch raus, dass ich meine beiden Layouts für Fragment A und Fragment B entsprechend mit einer eigenen ID versehen habe. Das heißt, wenn ich sage Find View by ID und dann prüfe ich ab, ob ich das Linear Layout A finde und es ist ungleich null, was ich zurückbekomme. Dann habe ich die Situation, dass ich tatsächlich auf der rechten Seite mein Layout A gefunden habe. Das heißt, ich sehe gerade mein Content Fragment A. Das ist genau die Situation, wo ich jetzt sagen kann, hol mir eine Referenz auf dieses Fragment. Die Referenz haben wir ja im ersten Video zum Thema Fragments gelernt, hole ich mit der Methode Get Support Fragment Manager oder ab API Level 11 Get Fragment Manager und dann Find Fragment by ID. Find Fragment by ID schluckt aber als ID nicht das Layout meines Fragments, sondern die ID des Containers. Das war My Content Fragment Container. Der kann aber sowohl Fragment A als auch Fragment B beinhalten. Und genau deswegen muss ich vorher diese Prüfung machen, die ich hier in meiner If-Abfrage gemacht habe. Ich muss hier erstmal prüfen, welche von diesen beiden ist denn überhaupt existent. Das heißt, wenn ich jetzt hier True habe, weiß ich, welches Fragment auch immer mir mein Support Fragment Manager identifiziert, es wird linear Layout A als ID haben, ergo muss es zwangsläufig mein Content Fragment A sein. Das heißt, jetzt kann ich ruhigen Gewissens in eine Variable vom Typ Content Fragment A meine Referenz reinpacken, die mir mein Support Fragment Manager zurückgegeben hat. Weil was der eigentlich an Klasse zurückgibt, ist ja Fragment. Das heißt, ich darf jetzt ruhigen Gewissens mein Typecast auf Content Fragment A durchführen und dann bekomme ich eben meine eindeutige Referenz auf mein Content Fragment A. Also nochmal, ich prüfe, ob ich im Two-Pane-Modus bin. Dann schaue ich, ob in diesem Two-Pane-Modus denn auf der rechten Seite mein Linear Layout A zu finden ist. Wenn das der Fall ist, kann ich mein Fragment auf der rechten Seite holen über den Container und dann kann ich meinen Typecast auf mein Content Fragment A durchführen. So,
Dann, wenn ich diesen Typecast durchgeführt habe, dann kann ich sagen, mein Content Framing, Sec Text Value und dann die entsprechenden Daten, diese Optional Data, die ich vom Aufrufenden bekommen habe. So, das war jetzt die Situation. Two-Pane-Modus auf der rechten Seite ist mein Linear Layout A zu finden. Wenn nicht, also wenn ich auf der rechten Seite nicht mein Content Fragment A finde, dann muss ich, welches Fragment auf der rechten Seite auch immer jetzt ist, ich muss es austauschen. Das heißt, an der Stelle erzeuge ich jetzt ein neues Fragment, und zwar Content Fragment A. In mein Args Bundle packe ich jetzt den String Optional Data. Ja, das ist auch wiederum das, was mir mein Aufrufender von dieser Methode denn mitgegeben hat. Die Message-Kennung ist Frag Message Def A. Also die eindeutige Message-Definition, die ich mir in mein Content-Fragment reingepackt habe. Und dann setze ich meinen Bundle als Argument in mein Fragment hinein. Als nächstes kann ich sagen, ich starte jetzt eine Transaktion und ich sage Replace, also ersetze in genau dem Container, der auf der rechten Seite meines Two-Pane-Layouts ist, das aktuelle Fragment durch das neue Fragment, und das ist mein Fragment A. Dann Add to Backstack, damit ich mit meinem Return-Button entsprechend agieren kann, und mit Commit schicke ich das Ganze ab. Das heißt, in diesem Fall Two-Pane-Layout, auf der rechten Seite ist nicht mein Content-Fragment A, also muss ich es austauschen und mithilfe der Fragment-Transaction dann dieses neu erzeugte Content Fragment A entsprechend rüberschiebe. Das war jetzt der zweite Fall. Der dritte Fall sieht eigentlich identisch aus. Das heißt, streng genommen ist der Code genauso wie beim zweiten Fall. Das ist aber der Fall, wo ich mein One-Pane-Layout habe. Das heißt, hier an der Stelle möchte ich jetzt mein Control-Fragment, das mit den drei Buttons, rausschmeißen und mein Content-Fragment A einfügen. Und das heißt, ich muss mein Content Fragment A genauso erzeugen wie im Fall 2, genauso mein Bundle reinpacken. Das Einzige, was wirklich unterschiedlich ist, und deswegen habe ich diesen Code auch dupliziert und nicht irgendwie in ein Unterprogramm reingepackt, wobei das kann jeder für sich selber entscheiden, ich mache mein Replace jetzt in den My Fragment Container und nicht in den Container, den ich in meinem Two-Pane-Layout hatte. Und dementsprechend kann ich jetzt an der Stelle in dem One-Pane-Layout aus dem aus dem Control-Fragment mein Content-Fragment A machen. So, nochmal, wer das nicht auf Anhieb kapiert hat, schaut sich nochmal die Anforderungen der Applikation an, prägt sich nochmal ein, was ist ein Content-Fragment, was ist das definierte Control-Fragment, und dann hoffe ich, dass ihr dieses Beispiel nochmal nachvollziehen könnt. Den Code findet ihr übrigens auch in dem Support-Dokument, in diesem PDF-Dokument, was ich ganz am Anfang angesprochen habe und ihr in meiner Homepage codeconcert.de auch finden werdet. Die nächste Methode ist die Send-Control-Text-Methode. Die ist im Prinzip dafür da, dass wenn ich in dem Control-Fragment den untersten der drei Buttons drücke, also diesen Update-Button, dass der nur dann mit einer sinnvollen Funktionalität belegt ist, wenn ich auf meinem Two-Pane-Modus laufe. Das heißt, wenn ich wirklich auf der rechten Seite gerade ein Content-Fragment sehe und auf der linken Seite gleichzeitig mein Control-Fragment. So, das heißt, was ich jetzt mache ist, ich hole mir erstmal mein Fragment, das Content Fragment, das im Wesentlichen über diesen Content Fragment Container identifiziert wird. Das Ding werde ich nur dann sehen, wenn ich in meinem Two-Pane-Modus bin. Dann sage ich einfach, hat das Ding irgendwas gefunden? Das heißt, bin ich im Two-Pane-Modus? Und wenn ja, finde ich das aktuelle Layout Linear Layout A. Das heißt, wenn ich dieses Ding finde, weiß ich, auf der rechten Seite in meinem Two-Pane-Modus finde ich mein Layout A, somit auch mein Content Fragment A. Wenn ich das gefunden habe, dann weiß ich, dass dieses Content Fragment, was ich hier identifiziert habe, eigentlich Content Fragment A ist, sonst wäre das Linear Layout A ja nicht zu finden gewesen. Und dann kann ich hier ohne Probleme
setTextValue entsprechend setzen und meinen Datenwert einpacken. Wenn nicht, dann prüfe ich sicherheitshalber nochmal explizit nach, ob ich mein Linear Layout B denn identifizieren kann. Das heißt, vorher habe ich A geprüft, jetzt prüfe ich B und wenn ich B finde, dann ist dieses Content Fragment, was ich identifiziert habe, tatsächlich mein Content Fragment B. Auch dann kann ich wieder meinen Typecast machen und meinen Textwert setzen in dieser Methode. Jetzt könnte man meinen, ja gut, ich könnte an der Stelle einfach nur else und ohne das zusätzliche if angeben. Ich empfehle hier aber tatsächlich explizit das Layout nochmal zu prüfen, weil wir werden später noch sehen, es gibt eine Situation, die ich hier ganz bewusst eingebaut habe, die ein bisschen hässlich ist und mit der wir einfach auch arbeiten müssen. Und das ist die Situation, wenn ich ein Tablet habe, das im Horizontal, also in der waagrechten Ausrichtung starte und es dann in die senkrechte Ausrichtung wechsle. Wenn ich von dem Two-Pane-Modus sozusagen in den One-Pane-Modus wechsle, dann können die einzelnen Elemente, die einzelnen Objekte im Speicher noch vorhanden sein und er würde dann mit diesen Find Fragment by ID oder Methoden die einzelnen Objekte noch identifizieren können und das ist dann ein bisschen kritisch, aber dafür werde ich euch noch dann eine Lösung dann zeigen. Ja, da sind wir schon bei der Lösung. Im Prinzip habe ich diese Methode Two-Pane-Modus genannt. Also in Two-Pane-Modus, das heißt, das Ding liefert dann True zurück, wenn ich tatsächlich im Two-Pane-Modus bin. Und zwar habe ich als allererstes mal folgende Methode eingebaut. Wenn ich meine Orientierung im Portrait-Modus bin, und zwar unabhängig, ob ich jetzt mein Handheld oder mein Tablet-Gerät habe, also unabhängig, ob ich jetzt einen kleinen oder einen großen Bildschirm habe, sobald das Ding in Porträtmodus ist, kann ich False zurückliefern. Weil dann bin ich ganz sicher im One-Pane-Modus. Das ist quasi so ein Kniff, wo ich noch zusätzliche Informationen heranziehen kann und unabhängig von den ganzen IDs. Und das mache ich mir ja zunutze und sage einfach, okay Jungs, wenn das Ding im Porträt ist, dann garantiert nicht in Two-Pane-Mode. Wenn das nicht der Fall ist, dann gucke ich einfach, finde ich My Content Fragment Container. Und das ist der Container, wenn ich den identifizieren kann und sozusagen ein ungleich Null zurückbekomme, dann bin ich im Two-Pane-Mode. Das bedeutet, wenn ich nicht in der Portrait Ausrichtung bin, sondern in der Landscape-Ausrichtung und ich finde My Content Fragment Container, dann gebe ich True zurück, weil dann weiß ich, ich bin in Two-Pane-Mode. Das heißt, unabhängig von meiner Orientierung kann ich dieses Thema gar nicht mehr richtig lösen. Problem ist, wie gesagt, wenn ich mein Gerät in der horizontalen Lage starte und dann wechsle in die vertikale Lage, dann kann er mein Fragment über My Content Fragment Container identifizieren, wenn ich Pech habe. Das heißt, es existiert noch das Objekt und dann würde ich das als einzelne Information nicht als ausreichend sehen. Das heißt, ich würde zwar diesen Fragment Container finden, daraus könnte ich schließen, ich bin in meinem Two-Pane-Mode bin ich aber gar nicht, sondern ich war es, bevor ich meinen Bildschirm gedreht habe. Und genau deswegen muss ich hier diese Geschichte mit der Orientation noch prüfen. Grundsätzlich empfehle ich hier jedem, seine Software oder seine App entsprechend in allen Lagen und in allen Kombinationen mal zu testen, also in One-Pane-Mode starten, in Two-Pane-Mode beenden und so weiter, einfach damit man hier nichts übersieht, weil das ist ein bisschen eklig,
hier die einzelnen Möglichkeiten durchzuexerzieren. Aber ich fürchte, da kommt er nicht drum rum. Das muss sauber getestet sein, weil wenn ihr Pech habt, dann gibt es eine Konstellation, die ihr nicht geprüft habt. Und frei nach Murphy wird das genau die Konstellation sein, wo es einen Fehler gibt. Und da würde ich euch ungern eben reinlassen. Also passt da bitte auf, weil das kann schon zu der einen oder anderen oder zu dem einen oder anderen Aha-Erlebnis führen. Wie wir im vorausgegangenen Video, diesem Fragments-Video gesehen haben, ist die Create-Methode der Main-Activity ja dazu zuständig oder dafür zuständig, die Fragments zu instanzieren. Das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass wir zwei verschiedene Layouts für unsere Main-Activity haben und dort auch verschiedene Fragment-Container hinterlegt haben. Wir haben diesen MyFragmentContainer in dem One-Pane-Layout und den MyContentFragmentContainer im Two-Pane-Layout. Damit wir jetzt bei der Instanzierung den richtigen Container mitgeben, müssen wir jetzt erstmal prüfen, in welchem Layout befinde ich mich denn gerade. Und das mache ich über die FindViewById-Methode, indem ich einfach sage, finde ich jetzt MyFragmentContainer. Das heißt, bin ich jetzt im One-Pane-Modus, das heißt entweder bei einem Client, also im Handheld-Gerät, oder in einem Tablet in der senkrechten Ausrichtung. Das heißt, wenn das Ding etwas findet, diese Methode, dann weiß ich, ich bin in der aktuellen Situation im One-Pane-Modus. Als nächstes schaue ich, ob ich im Instance-State etwas finde. Das heißt, dieser Saved Instance-State, der ist ja dann gefüllt mit einem Wert, wenn diese ganze App bereits existiert hat im Speicher. Das heißt, wenn ich aus einem entsprechenden Destroy-Modus wiederkomme, und das ist in aller Regel dann der Fall, wenn ich beispielsweise die Ausrichtung ändere von vertikal zu horizontal oder andersrum. Und das ist jetzt ein etwas größeres Problem. Gehen wir mal davon aus, wir unterscheiden jetzt zwei verschiedene Fälle, wo wir diesen Safe Instance State ungleich null haben. Und zwar einmal, ich wechsle von horizontal zu vertikal bzw. andersrum. Und die zweite Möglichkeit ist, die ganze App wurde von Android in den Status Destroy geschickt und wird jetzt wieder neu instanziert. Das sind die beiden Möglichkeiten. Wenn ich in der ersten Situation bin, dann ist es so, dass ich vom Two-Pane-Modus in den One-Pane-Modus gewechselt bin beim Tablet. Das bedeutet, ich habe ein Saved Instance State, aber ich habe momentan in meiner gespeicherten Klasse, in meinem gespeicherten Objekt, dieses Fragment, dieses Control-Fragment noch nicht eingebaut. Das heißt, ich komme zwar aus einer wiederhergestellten Situation, aber mir fehlt das, was ich jetzt an der Stelle instanzieren möchte, noch komplett. Das heißt, ich muss es instanzieren. Also, schauen wir es uns nochmal an. Ich sage, ich habe hier was gefunden, ungleich null. Jetzt sage ich, lieber Support Fragment Manager, findest du denn ein Fragment mit in dem Container My Fragment Container? Wenn das der Fall ist, ich bin im One-Pane-Modus, mein Saved Instance State ist ungleich null, das heißt, ich bin schon mal in einem entsprechenden solchen Status gewesen, dann gibt es nur noch die Frage, ist denn in diesem Fragment Container ein Fragment drin? Ja oder nein? Wenn eins drin ist, dann muss ich es nicht nochmal instanzieren, sonst hätte ich zwei davon. Wenn keins drin ist, dann weiß ich, ich muss jetzt hier eins reinlegen. Gehen wir jetzt nochmal die andere Situation durch. Wenn ich in der Saved Instance State nichts finde, dann bedeutet das, dass meine App jetzt ganz frisch gestartet wurde. Das heißt, sie ist nicht in einem zwischengespeicherten Status, sondern es ist komplett frisch gestartet. Ergo kann in diesem Fragment-Container auch noch gar kein Fragment existieren. In diesen beiden Fällen muss ich dieses Fragment erzeugen. Also ich sage
New Control Fragment. Dann, was ich mache, ich setze wieder meine Arguments aus dem Intent, wenn denn einer existiert. Und ich sage, ich packe das jetzt in meine Transaction rein und diese teile ich mit, bitte in My Fragment Container dieses Fragment reinpacken. Und da sage ich Commit und das Ding wird abgeschickt. Wenn ich im Two-Pane-Modus bin, dann sage ich, okay, bin ich denn aus einem Instant-State gleich null gekommen? Das heißt, bin ich jetzt frisch gestartet? Wenn ich frisch gestartet bin, dann weiß ich, ich kann sofort mein Content-Fragment A erzeugen und entsprechend über die Transaction wieder eintragen lassen. Hier allerdings jetzt über My Content Fragment Container. Das war in dem Two-Pane-Modus die rechte Seite. Auch wieder mit Commit und die ganze Sache ist gegessen. Das heißt, ich habe mein Fragment in die Main Activity eingebaut. Hier nochmal dringender Hinweis. Testet das Ganze und zwar von allen Möglichkeiten, also von der horizontalen starten, dann wechseln in die vertikale, andersrum mit dem Handheld und so weiter. Also alle Optionen durchtesten. Wenn ihr plant, eure App wirklich dann auch zu veröffentlichen, dann solltet ihr auch einen sinnvollen Testplan machen, dass ihr da nichts überseht. Einfach vor dem Hintergrund, wenn ich das nicht entsprechend eines Testplans teste, dann werde ich was übersehen. Und genau das wird auch dann der Grund sein, warum eure Applikation abstürzt. Also seid da bitte sehr gewissenhaft. Jetzt hier für unsere Tests ist es nicht ganz so wichtig. Da müssen wir einfach nur verstehen, was denn die einzelnen Konstellationen sein können, was sie bewirken. Aber dringende Bitte, wenn ihr eure Apps veröffentlicht, testet das. So, jetzt haben wir das soweit geklärt. Wir sind durch den kompletten Code, durch sämtliche Layouts. Wenn ihr da an der einen oder anderen Stelle Verständnisprobleme hattet, kein großes Problem. Schaut euch die Videos nochmal an. Nehmt euch vor allem das PDF-File, das ich über meine Homepage auch veröffentlicht habe und geht da den Code nochmal in Ruhe durch. Tippt ihn ab, probiert ihn aus und dann wird langsam aber sicher auch das Verständnis für diese Konstellation dann sich einstellen. Es dauert ein bisschen, aber es wird kommen. Ja, am Schluss jetzt noch, wie teste ich den ganzen Kram? Also wir haben ja in den im Gelbgurt uns angeguckt, wie kann ich jetzt ein Device erstellen. Und hier für unseren Code muss ich jetzt mindestens ein weiteres Device erstellen, also jetzt ein Tablet-Device. Ich habe mich jetzt mal für dieses entschieden. Ihr könnt noch ein bisschen rumgucken, was ihr in eurer Library habt an anderen Optionen. Welches ist erstmal egal, Hauptsache wir können diese einzelnen Konstellationen ausprobieren. Wenn ihr jetzt eins erstellt habt, dann könnt ihr noch festlegen, mit welchem ihr jetzt aktuell lauft. Da habt ihr mehrere Möglichkeiten. Auf jeden Fall geht ihr auf diesen Pfeil hier, neben diesen Play-Button in Eclipse und wählt Run Configurations aus. In Run Configurations könnt ihr jetzt beispielsweise hier sagen, Always Prompt to Pick Device. Das heißt, immer wenn ich starte, fragt er, welches möchtest du denn eigentlich haben? Oder man kann auch hier automatically pick device und dann das Tablet anklicken. Das heißt, immer wenn ihr dann auf Play geht, dann wird das Tablet starten und das könnt ihr dann auch nachträglich nochmal ändern. Für die Ausrichtung vertikal, horizontal nutzt ihr einfach F11 bzw. F12 Tasten und dann könnt ihr diese Konstellation auch entsprechend testen. Wie gesagt, das ist wichtig und nehmt euch das bitte zu Herzen. Ja, gratuliere, ihr habt es geschafft.
zwar jetzt wieder jede Menge, aber auch hier gehe ich mal davon aus, es geht nicht anders. Ihr müsst einfach hier Zeit investieren, weil das ganze Thema durchaus die ein oder andere Fußangel noch beinhaltet. Und nehmt euch da bitte Zeit, geht es zur Not zweimal, zur Not dreimal durch, bis ihr das auch wirklich gefressen habt, das ganze Thema. Und vor allem probiert es tatsächlich am Code selber aus und schaut, was man da richtig und vor allem auch, was man falsch machen kann, damit ihr eben für eure Projekte dann gewappnet seid. Bis dahin viel Spaß beim Nachprogrammieren und bis zum nächsten Video.